Ja, Florian, ich denke, man kann hinter uns diese Busstopp-Schikane ganz gut erkennen. Im Moment läuft noch ein Radrennen. Die Radfahrer sind so langsam, die brauchten die Schikane auf gar keinen Fall. Aber ich denke, Christian, die Fahrer würden Sie auch nicht unbedingt vermissen, die Formel-1-Fahrer. Denn sie passt eigentlich gar nicht so richtig gut zu diesem ansonsten sehr schönen, schnellen Kurs. Ja, die ist halt überhaupt nicht flüssig und hat sehr unangenehme Abweiser. Man muss dort vom sechsten Gang in den zweiten, manche sogar in den ersten runter. Das ist eine sehr unharmonische Geschichte. Fragt sich der normale Zuschauer sofort, warum gibt es sie dann überhaupt? Ja, ganz klar, aus Sicherheitsgründen, das ist die einzige Möglichkeit, um die Autos von dieser hohen Geschwindigkeit vor Start und Ziel wieder runterzubremsen. Wir haben im Training einige Verbremser gesehen. Was passiert, wenn man die Schikane nicht erwischt? Gibt es da eine Strafe? Nein, da passiert, naja, ein bisschen was passiert natürlich immer, man verliert Zeit, aber der Ausgang ist so geregelt, dass man dort nach einigen Warten wieder auf die Strecke geschickt wird. So ist kein Vorteil entstanden und das ist eine ganz gute Lösung, finde ich. Wenn man so halbwegs gut durchkommt, verliert man natürlich zum einen Zeit, aber wird man dann automatisch auch vor der Lasurs kassiert, wenn man im Duell ist? Ja, wenn man in einem Zweikampf ist und hat einen kleinen Quersteher in der Schikane, ist natürlich Lasurs die ideale Stelle zum Überholen. Da wird man ganz sicher kassiert dann. Die Kollegen von der Super-Tourenwagen-Meisterschaft hatten ein bisschen Angst, dass es in ihrer ersten Schikane am Salzburgring rappelt. Ich denke, in unserer ersten Schikane wird es relativ glatt gehen, aber dafür befürchten wir, wird es richtig rund gehen in der ersten, in der Haarnadelkurve nach Start und Ziel, in der Lasurs. Wir sind gespannt. Ja, wir auch. Und das Thema haben wir ja auch schon erörtert. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch dort meistens, denn die Strecke fordert alles von Mensch und Maschine. Und wir haben das Hirn hinter Ferraris Strategie vorhin schon im Beitrag gehabt, jetzt live bei Kai Ebel. It's raining stronger at the moment, es regnet im Moment stärker, Ross Brawn. Gibt es möglicherweise einen Start mit dem Safety Car? Ja, es wäre zu vermuten. Im letzten Jahr haben wir es ja auch schon gehabt. Ist also durchaus im Bereich des Möglichen. Also ich sehe das gar nicht als so große Schwierigkeit hier zu starten, weil ja die Strecke bis zu der ersten Haarnadel sehr kurz ist. Da gibt es nicht viel Spray, nicht viel Gischt. Ich denke, man kann schon im Nassen hier starten. Wir müssen mal abwarten. Welche Reifen sind denn die besten? Im letzten Jahr hatte Michael ja die Intermediates drauf. Was meinen Sie? Ja, für die Intermediates meine ich, ist es im Moment ein bisschen zu nass, aber gut, die hat prima Reifen. Die haben auch an den Nassbedingungen sehr gearbeitet. Also die Nassreifen waren mal schlechter. Jetzt sind sie also mit den vielen Verbesserungen und auch mit den Tests, die wir mit Goodyear gemacht haben, sehr viel besser geworden. Also auch die Intermediates und die normalen Regenreifen. Also da ist natürlich noch ein bisschen Geheimniskrämerei dabei bei der Reifenentscheidung, keine Frage. Ich möchte noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn die Schumacher-Fans frohlocken ja schon. Es ist feucht und das ist natürlich sein Wetter. Zweimal stand er auf Platz 4, nee, noch nie hat er von Platz 4 gewonnen, aber zweimal stand er neben Hill auf 4, Hill auf 3 und da ist beides mal Schumacher ausgefallen. Glauben Sie an solche Statistiken? Ja, also sicher nicht. Also ich glaube nicht, dass das wäre sehr einfach. Man braucht nur eine Reihe weiter hinten stehen, dann könnte er wieder gewinnen. Also so ist es sicher nicht. Wobei aber es ist so, er hat in dieser Saison im Training meistens den Kürzeren gezogen gegen die McLaren. Sie sind mal Weltmeister geworden, ohne auch nur in der Saison ein einziges Mal in der ersten Reihe zu stehen. Wie macht man das denn? Strategie ändern. Da bin ich drauf gekommen, dass der Prost im Training immer schneller war. Das habe ich dann nach 3 Rennen abgehackt und mich eben ums Rennen gekümmert. Und damals war es ihm wichtig, das richtige Rennsetup zu finden mit den richtigen Reifen, die dann noch komplizierter waren. Und damit habe ich es geschafft. Aber ich glaube nicht, dass der Michael heute die gleiche Strategie fahren soll. Das Problem für ihn ist in Wirklichkeit nur jetzt, da mal gut wegzukommen. Und wahrscheinlich, wenn man den Ross Brawn hört, wird es ein normaler Start werden. Und dann eben versuchen, dass er am Hill mal gleich vorbeikommt, damit der mal ausgeschalten ist und dann kann er sein eigenes Rennen fahren gegen die McLaren. Glauben Sie, dass Damon Hill da nochmal Ehrgeiz entwickelt, in den WM-Kampf mit einzugreifen? Ja, den hat der Kerl leider immer, weil das hat man in Montreal gesehen. Und das sind Dinge, die ich persönlich nicht verstehe. Also auch wenn ich einen Fahrer noch so hasse, von mir aus, wenn das richtige Wort zwischen Hill und Schumacher ist, wo das herkommt, weiß ich es nicht, würde ich rechtzeitig intelligent entscheiden, jetzt geht es um die WM bei dem. Das ist ein Riesenunterschied, ob wir beide unter gleichen Voraussetzungen für irgendwas fahren. Dann kann ich um mich selber kämpfen und meine Aggression gegen Schumacher loslassen. Aber wenn er sich jetzt hier einmischt, obwohl er in der Weltmeisterschaft überhaupt nichts mehr zu suchen hat, jetzt, um sie zu gewinnen, das wäre in meinen Augen unfair und das werden wir heute beobachten. Wir sind auf der Suche nach Michael Schumacher. Vielleicht haben wir Bilder, wie er sich vorbereitet auf diesen großen Preis. Wir sehen ihn hier in der Box, scheinbar guter Stimmung. Sieht recht optimistisch aus, oder? Niki, das sind die, ach so, links dieser ja, Todd, natürlich. Herr mit der schicken Kapuze ist schon Todd. Ja. Sieht nett aus.
Aber es ist so, Schumacher ist da schon sehr optimistisch, wenn es seine Bedingungen sind. Ne? Nein, er weiß natürlich, dass er hier die Kraft hat, eben im Regen dank seines Könnens und Erfahrung immer gute Leistungen gebracht zu haben. Also er braucht sich halt nicht zu fürchten. Die anderen haben das Problem, wenn sie das noch nie geschafft haben, wie der Michael das schon durch Erfahrung gebracht hat, dass sie dann Angst haben, kann ich jetzt die gleiche Leistung bringen. Für mich wird halt nur interessant, wenn wir eben Häkkinen dafür gemacht ist, weil der hat ja auch in Silverstone bewiesen, dass er es im Regen wirklich kann. Das heißt, heute ist wirklich für mich die Schlüsselentscheidung dafür, dass der Weltmeister, wer immer der Weltmeister heuer werden wird, ja in jeder Bedingung eigentlich der Beste sein soll. Davon gehen wir hier alle aus. Und nicht nur bei besonderen Bedingungen mit so einem Superauto hier leicht Weltmeister zu werden. Und deswegen wird das heute interessant sein zu beobachten, weil heute müssen beide unter schwierigen Bedingungen hier versuchen, das Beste zu machen. Und wir wollten ja unbedingt wissen, was für Reifen aufgezogen werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zum ersten Mal auf Fahren der Autos zu schauen. Die Boxengasse macht auf, die Autos fahren in die Startaufstellung und wir wollen ganz dicht dabei sein mit Kai Ebel. Ja, wir wollen natürlich auch nichts dem Zufall überlassen und bleiben deswegen hier in der Ferrari-Box stehen, weil es interessiert am meisten, welche Reifen hat Michael Schumacher drauf, denn der hat es ja bislang fast immer richtig gemacht und im Moment wird noch diskutiert, wie wir hier sehen. Die ersten sind schon draußen auf der Strecke. Und wichtig ist einfach auch, welche Nassversion, für welche entscheidet man sich. Da gibt es ja auch weiche und harte Reifen. Und bei den weichen ist es so, dass die eigentlich bei einem starken Regen besser sind und sich bei schwachem Regnen, wenn die Strecke abtrocknet, schnell abnutzen. Von daher gibt es auch da Überlegungen, harte oder weiche. Aber wer weiß schon ganz genau, wie stark es hier regnen wird, beziehungsweise wie schnell die Strecke abtrocknet. Spa neigt dazu, relativ schnell abzutrocknen. Und deswegen kann man auch relativ schnell auf die richtigen Reifen, auf die jeweils bessere Reifenversion dann zu wechseln. Also es kommt nicht nur darauf an, mit welchen man startet, sondern dass man auch zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Reifen wechselt. Und jetzt gebe ich mal hoch zu Heiko Wasser und Christian Danner. Und wir haben einen großen Vorteil, Kai. Wir stehen nicht im Regen, sondern wir sitzen in einer, wenn auch sehr, sehr kleinen Kabine. Und wir sehen Damon Hill, der ist als erster rausgefahren. Und wenn wir einen Jordan in Spa sehen, denken wir natürlich automatisch ans letzte Jahr, als Ralf Schumacher sich auf einer dieser Einführungsrunden weggedreht hat und danach einen 2 Kilometer Jogging-Heimweg antreten musste. Also wollen wir hoffen, dass heute sowas nicht passiert und dass vor allem als erster jetzt mal Damon Hill gut um die Strecke kommt. Er natürlich auf Regenreifen. Und das jetzt aus irgendeinem Grund eine Zeitlupeneinspielung nochmal aus der Schikane. Allerdings mit Trockenrädern, das heißt, das sind Bilder aus dem Training, die uns da nochmal geliefert werden. Ja, was man hier sehr schön sieht, dass die Fahrer natürlich da abkürzen über die Abweiser. Und jetzt sind wir wieder richtig live dabei und warten immer noch drauf, was Michael für Reifen benutzen wird. Der Kai hat das angesprochen, Reifen, 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 das ist immer ein Thema. Bei Regen ist es deswegen ein so wichtiges Thema, weil sich eben die Streckenverhältnisse ändern. Und es kann in dem einen Moment, sagen wir mal, die ersten 5, 6 Runden, wie angesprochen, ein weicher Regenreifen super sein. Die nächsten 15 Runden dann eben schlecht, weil der härtere besser ist. Und da gehört sehr viel Gefühl, sehr viel Gespür, sehr viel Erfahrung, aber auch ein Quäntchen Glück dazu, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Glück würde auch dazugehören, wenn wir jetzt schon sehen könnten, welche Reifen Michael Schumacher benutzt. Denn noch sind die Heizdecken drauf. Wir sind also näher dran als Florian und Niki, aber wir haben keine Röntgenaugen. Deshalb können wir noch nicht genau sagen, welche Reifen das gleich sein werden und geben deshalb zurück ins Studio. Ja, und wir haben ja noch 27 Minuten Zeit bis zum Start und vielleicht gelingt es uns, bis dahin rauszukriegen, auf welchen Reifen gefahren wird. Es ist also so, es ist nicht erst der Start dramatisch und spannend, sondern auch schon die Entwicklung bis dahin. Wir werden sehen, wie sich das Wetter weitermacht und wie die Teams darauf reagieren. Wir machen einen kurzen Stopp jetzt an dieser Stelle, eine kurze Unterbrechung, sind dann wieder hier. Sie können was gewinnen und dann gibt es weitere Informationen vor dem großen Preis von Belgien. Bis gleich. Schneller siegen mit dem Formel 1 Millionenspiel. Gewinnen Sie mit RTL, TV Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift und Günther SKL. Einen Ford Windstar im Wert von 55.000 Mark plus 10.000 Mark Spritgeld. Sagen Sie uns, welcher Fahrer startet beim Belgien Grand Prix von der Pole Position? Rufen Sie jetzt an 0190 31 31 31. Bitte halten Sie gleich Stift und Papier bereit. Sie erhalten Informationen zu unserer RTL-Zuschauerreise Formel 1 Kanada 1999. Das Wetter können wir nicht ändern, aber Ihr Holz vor Wind und Wetter schützen. Bondex Holzlasuren
Natürlich von Europas Nummer 1. Carlsberg Urpilz. Man steht drauf. Endlich kann sich jeder Mobiltelefonieren leisten. TD1 Local kommt. Damit werden für viele die meisten Handygespräche sensationell günstig. TD1 Local, das überzeugt. Und gibt's nur bei uns. Die Wildnis ist für ihn die leichteste Übung. Jetzt will er zeigen, was wirklich in ihm steckt. Willkommen im Dschungel. Der neue Freelander, jetzt auch als Softback oder Hardback. Made by Land Rover, ab 38.900 Mark. TD1 Local kommt. Jetzt informieren. 0800 33 066 99. Am Fuße der Alpen im milden Klima Italiens gedeiht sie, die Carmagnola-Minze. Und nur Tic Tac hat ihr einzigartiges Aroma, mild und voller Frische zugleich. Tic Tac. Deshalb ist Tic Tac so angenehm mild und erfrischt den Atem 2 Stunden lang. Tic Tac mit der Frische der Carmagnola-Minze. Entschuldigen Sie die Frage, aber kennen wir uns? Ich wüsste nicht, woher. Aber kennen Sie eine Bank mit kostenlosem Gehaltskonto? Das komplett kostenlose Gehaltskonto BFG Plus. Wir haben eines der modernsten Mobilfunknetze der Welt. 98% Netzabdeckung in der Bevölkerung. Beste Sprachqualität durch das High-Quality-Net. Und Sie? Warum haben Sie sich für E-Plus entschieden? Netzabdeckung? Sprachqualität? Na, weil's super günstig ist. Naja, auch ein Grund. Das High-Quality-Net E-Plus. Super Netz, super günstig. E-Plus. So nah, als wäre man da. Die Badia. Oh, 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 das ist für die Felgen. Das für die Scheiben. Und das ist für den Kunststoff. Die neue DEA Systempflege. Mensch, Ingo, dein Auto glänzt ja wie mein Küchenherd. Ja, nur gut, dass meiner keine Platten hat. Hier ist DEA, wir tanken sie auf. Sie sind ja ganz schön rumgekommen. Allerdings. Singapur ist toll. Der Premierminister von, naja, und das. Hilfe. Gina, ein Superstar. 50 Länder in 2 Jahren. Wissen Sie was? Wir haben da eine Software, die wird Ihnen gefallen. Lotus Notes. Damit arbeiten Sie an Projekten auf der ganzen Welt. Ah. Sie müssen nicht mal aus dem Büro. Schön, Sie jetzt bei uns zu haben. Nissan tut was für die Umwelt. Bei der Nissan Umweltaktion gibt es beim Kauf eines neuen Micra, eines neuen Almera, eines neuen Primera oder eines neuen Primera Traveler bis zu 3000 Mark für Ihren Gebrauchten, den wir umweltgerecht entsorgen. Ab jetzt bei Ihrem Nissan-Partner, die Nissan Umweltaktion. Hallo, ihr da draußen. Ich krieg grad wahnsinnig Lust auf... Nur wer sie knackt, weiß, wie sie schmeckt. Rittersport. Bis zu 3000 Mark für ihren Gebrauchten. Die Nissan Umweltaktion. Etwas lässt New York ziemlich alt aussehen. Von den Machern von Independence Day. Godzilla. Mama. Ja, Borkum ist schön. Wetter schön, Strand schön, Haus schön, alles ist schön. Uns geht's gut. Tschüss. Mama?
Manche Menschen können sich einfach nicht daran gewöhnen, dass Telefonieren mit Othello besonders günstig ist. Othello, for a better understanding. Mit einem Ausflug. Shell verlost 100 Top-Tickets für das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Teilnahmekarten gibt es an allen Shell-Stationen, an denen Sie dieses Plakat sehen. Oder direkt bei Shell. Gemeiner Anschlag auf Gildo Horn. Ein Konzertbesucher hat den Meister schwer verletzt. Wer hasst Gildo Horn? Das exklusive Interview heute in Exklusiv Weekend. Julia, kämpfe für deine Träume. Ab heute 20.15 Uhr bei RTL. Fliegen Sie mit RTL im Juni 99 zum Formel 1 Grand Prix nach Kanada. Neben deutscher Reiseleitung sind Top-Hotels und exklusive Eintrittskarten für die Formel 1 in Montreal selbstverständlich. Fliegen Sie mit. Weitere Infos unter RTL Zuschauerreise, Zülpicher Platz 8 bis 10, 50 674 Köln. Weitere Informationen zum Rennen in Spa. Mit Krombacher. Wir sind immer noch am Rätseln. Was ist die richtige Reifenwahl heute in Spa in Belgien, in den Ardennen? Es regnet, es ist nass, feucht. Wer weiß, ob die Strecke abtrocknet. Wir können schon mal rüber gucken. Es müsste Bilder geben von Mika Häkkinen, der zurückgeschoben wird in die Box. Das sind Regenreifen. Aber das muss nicht das letzte Wort sein, Niki, ne? Eben, weil am Start wird in Wirklichkeit entschieden, kurzfristig, mit welchen Reifen jetzt hier ins Rennen gegangen wird. Das sind lauter Vorentscheidungen. Und das sind die Diskussionen, die dann geführt werden mit dem Renningenieur. Ja, da hinten ist es doch so und so viel Wasser und ich glaube, es wäre besser, den Reifen zu nehmen. Richtig, oder wie geht das? Probiert es einmal aus. In dem Fall wird auf den Fahrer dann wirklich gehört. Natürlich, ne? Weil der sieht ja den ganzen Kurs. Der ganze Kurs hat ja immer nicht die gleiche Wassermenge. Und wir wollen rüberschauen. Michael Schumacher ist jetzt rausgefahren, live, und Heiko Wasser und Christian Danner können das besprechen. Und er ist natürlich auch mit Regenreifen rausgefahren und er steht auf Startplatz 4, von dem er noch nie gewonnen hat. Nichtsdestotrotz, er hat viermal in Spa gewonnen. Jetzt schauen wir uns an, wie er hier die letzten Kilometer bei dieser Einführungsrunde absolviert. Es steht nicht sehr viel Wasser auf der Strecke. Es ist natürlich nass, man sieht ja, das Spray wird von den Autos aufgewirbelt, aber Pfützen sind keine da. Das heißt, wir haben hier schon ganz andere Verhältnisse, als die zum Beispiel in England beim Grand Prix in Silverstone waren. Und er fährt jetzt in die Startaufstellung, denn sonst hätte er noch mal durch die Boxengasse fahren müssen. Er hat sich aber entschieden, durch die Bushaltestelle, durch die Schikane zu fahren. Nimmt jetzt natürlich Tempo raus und rollt ganz vorsichtig durch das Feld. Da muss man auch mal ganz schön aufpassen, denn man sieht ja, das ist eine unglaubliche Menge Menschen da. Ja gut, da muss man aufpassen, dass man niemand über den Fuß drüber fährt. Auf der anderen Seite sind in der Formel 1 Startaufstellung normalerweise nur die Leute drin, die das schon ein paar Mal erlebt haben. Das heißt, die nehmen schon auch Rücksicht darauf, wenn einer ankommt. Und die wissen auch, dass man da nicht zu sehr genau auf die Herrschaften aufpassen kann. Jean Alesi, der da noch ein Interview gibt bei einem belgischen Kollegen. Der Einzige noch in der Box ist Jos Verstappen. Da gibt es vielleicht ein kleines Problem am Stewart. Man hatte mit einigen Motorproblemen zu kämpfen. Und schade, jetzt bleibt die Kamera bei Jos. Und der Kai hat David Coulthard, also gleich ganz schnell runter. David, which is the right tire choice? David, was ist denn jetzt der richtige Reifen? Nassreifen. Welcher? Was ist denn jetzt das Wichtigste im Moment bei den Streckenbedingungen? Also es ist so wechselhaft. Man sollte vielleicht mal mit dem normalen Nassreifen beginnen und dann mal schauen. Was sind denn hier wohl die Schlüsselsituationen in einem Rennen mit solchen Bedingungen? Man muss einfach versuchen, ganz klug die Strategie zu wählen. Da müssen wir sehen, wie es wird. Vielleicht bleibt es so nass. Ralf Schumacher haben wir im Bild. Er war heute Morgen im Warm-up mit seiner Reifenwahl nicht so ganz glücklich. Christian, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. Es gibt noch unterschiedliche Regenreifen bei Goodyear und er hat die guten wohl zu spät drauf gemacht. Ja, wenn viel Wasser auf der Strecke ist und vor allem auch die Temperatur kommt da auch dazu, wenn es relativ kühl ist wie jetzt, ist logischerweise die etwas weichere Gummimischung der Regenreifen bei Goodyear die bessere. Mit Mike Gascoigne unterhält er sich da. Das ist ja die Verstärkung, die rübergekommen ist, um Gary Anderson zu unterstützen. War lange Zeit bei Tyrrell.
Hat auch bei Tirrell ein sehr gutes Auto gebaut, muss man sagen. Es war immer wieder für eine kleine Überraschung gut. Alle Jahre wieder, kann man fast in Anlehnung an Weihnachtslieder sagen, gibt es dieses Problem hier in Spa mit dem Wetter. Und immer kurz vor dem Start. Einer, der das gut kennt, denn er hat hier schon zweimal gewonnen. Im letzten Jahr leider nur Platz 13, ist jetzt bei Kai am Mikrofon, nämlich Damon Hill. Damon, yesterday an outstanding performance. Damon, das war ja gestern eine ausgezeichnete Leistung. Wie gut sind Sie denn bei nassen Bedingungen? Ich glaube, wir sind ganz gut. Heute Morgen lief es recht zufriedenstellend im Warm-up. Ich bin optimistisch. Ja, müssen Sie jetzt Michael Schumacher hinten halten oder greifen Sie die McLarens an? Na, ich schaue nach vorn, nicht nach hinten. Aber es ist natürlich auch klar, Michael ist ein schneller Mann und unter solchen Bedingungen auch immer schnell. Was er macht, wird sich entscheidend sein. Da haben wir nochmal den Jordan bei uns hier im Studio. Niki, ganz kurz, weil wir das gerade gesehen haben. Rücksicht nimmt da keine, haben wir gerade gehört. Das sowieso nicht. Und diese Pflaster fürs Ohr ist, damit die Ohrhörer nicht rausfallen. Richtig. Was ist das? Okay, weil das sicher der ein oder andere Zuschauer nicht weiß. Zur Strecke allgemein nochmal. Wir haben ja vorher schon über ein paar Streckenabschnitte gesprochen. Vor allem wird immer wieder über die Eau Rouge gesprochen, über diese wahnsinnig schnelle Senke, wo es dann hochgeht, über eine Kuppe, wo das Auto leicht wird. Ist das beim Regen auch so ein Problem wie im Trockenen? Nein, ist es nicht, weil im Trockenen hat jeder Fahrer dort diesen Challenge, diese Kurve so voll zu fahren. Weil es ist eine Kurve, die gerade an der Grenze ist, da fährt er mit mehr als 280 Stundenkilometer durch. Und der Reiz ist eben, es zu probieren voll, weil hinten nach eine Gerade kommt, die wichtig ist. Im Regen geht das sicher nicht. Das heißt, im Regen sind wir wieder unter den normalen Limits, wo jeder Fahrer halt versucht, unter den Bedingungen die schnellste Linie dadurch zu finden. Also dieser Challenge, hier Vollgas durchzufahren, kann man nur im Trockenen machen. Aber ja. Klar ist, finde ich, für mich die Aussage von Kultor, der eben jetzt sagt, der Kurs ist so nass, dass man mit Regenreifen starten muss und besonders deswegen, weil der Kurs so schnell ist. Wird intimidiert jetzt natürlich auf schnellen Kurven, wenn man dann die Haftung verliert, natürlich in einen Unfall enden, der wahnsinnig groß sein kann. Deswegen ist, glaube ich, die Entscheidung für die meisten jetzt hier mit vollen Regenreifen zu fahren. Um 52, also 8 Minuten vor 2, soll die Entscheidung fallen, ob hinter dem Safety Car gestartet wird oder ob es einen stehenden Start gibt. Was würden Sie von den Bildern, die wir jetzt hier gesehen haben, von der Wassermenge, die auf der Strecke ist, empfehlen? Also für uns Zuschauer und dass eben kein Unfall passiert, ist es wesentlich gescheiter, mit dem Safety Car zu starten. Nur der Ross Braun sagt richtig, man kann heute hier ganz normal wegfahren. Die Frage ist nur, wie weit will man das Unfallrisiko und einen Neustart hier zu verhindern, eben mit dem Safety Car zu beginnen. 26. Ferrari Grand Prix, auch das haben wir schon gesagt. Sondersituation bei Ferrari? Nein, oder? Ich glaube, das Wetter in Spa nimmt keine Rücksicht, wie viele Grand Prix Ferrari schon gefahren ist oder nicht. Also, wir wollen unsere Race Facts nochmal bringen, während wir hier Bilder sehen von Michael Schumacher und David Coulthard. Jetzt aus der Startaufstellung können wir einfach noch mal ein bisschen reingucken. Jetzt wird der Anorak natürlich ausgezogen. David Coulthard auf Startposition 2. Mika Häkkinen sitzt offensichtlich schon in seinem Fahrzeug. Aber am Visier sieht man eigentlich, es regnet nicht mehr oder es wird ein großer Schirm drüber gehalten. Das ist jetzt von hier aus schwer zu sagen. Also ich glaube eher Schirm, man kann es wie gesagt nicht sagen. Ecclestone gibt hier noch die letzten Instruktionen. Wir hören, dass Kai Ebel in der Nähe ist von Michael Schumacher, also bitte. Bernie Ecclestone war eben noch bei Ihnen. Was hat er Ihnen denn noch mit auf den Weg gegeben? Er hat mir viel Glück gewünscht und er hat gesagt, er hat alles getan, was er tun konnte, vom Wetter her. Wie viel Prozent verbessert das denn Ihre Siegchancen, das Wetter hier? Sicherlich um einiges, das muss man sagen. Auf der anderen Seite, man sieht jetzt auch wieder, eben hat es kurz geregnet, jetzt hört es wieder auf. Also die Umstände können sich ständig ändern und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist auch wieder ein Lotteriespiel. Ja, das liegt Ihnen ja eigentlich ganz gut. Jetzt steht noch die Frage offen, Safety Car Start oder nicht? Was wäre Ihnen denn lieber? Also es sieht nicht so aus, dass bei Safety Car gestartet wird, denn es regnet nicht sehr stark, also ist nicht unbedingt notwendig. Wissen Sie eigentlich noch, was heute auf den Tag vor 6 Jahren genau war? Ja, wenn Sie mich so fragen, wahrscheinlich mein Einstieg in die Formel 1, oder? Nee, der erste Sieg, aber ist auch was Schönes. Danke, Michael Schumacher, viel Glück. Wir gehen zurück ins Studio. 6 Jahre, ja. Ja, man wird älter, Michael Schumacher. Schöne Nachfrage, ich hoffe, Sie haben es gehört. Ist schon 6 Jahre her, ja, wie die Zeit vergeht. Niki, wir wollen unsere Race Facts nochmal bringen. Also, die 3 Punkte, auf die es beim Spa Grand Prix ganz besonders ankommt. Der erste ist natürlich
Herz. Das braucht man als Rennfahrer auf dieser Strecke. Ganz egal, ob es trocken ist oder nass wie heute. Ist anders als auf vielen anderen Rundkursen, ne? Ja, schneller Kurs. Also hohe Geschwindigkeiten und eben Auto im Grenzbereich mit hohen Geschwindigkeiten zu beherrschen, ist dort wirklich gefragt. Damon Hill hat gesagt, es gibt nicht überall ausreichende Auslaufzonen. Würden Sie dem zustimmen? Also es könnte ja, die Geschwindigkeiten sind hoch, das ist schon richtig. Also da fliegt man relativ weit und schnell und da gibt es natürlich nicht überall die erforderlichen Sturzräume. Also Herz war das Erste. Das Zweite, was man auf jeden Fall braucht, ist Hirn. Zweiter Punkt, Hirn. Strategie, ganz entscheidend. Ja, Hirn und Strategie, würde ich sagen, braucht man überall, nicht besonders in Spa. Also ich glaube, da ist der Einsatz der gleiche, wie man ihn überall anders braucht. Und heute, wie der Michael schon gesagt hat, im richtigen Moment die richtigen Reifen aufzuziehen. Aber David Coulthard hat es auch gesagt, man muss die richtige Strategie schon auswählen. Das ist schon durchaus entscheidend. Ja, nein, keine Frage. Also heute ist das wirklich einer der maßgebenden Erfordernisse, eben zwischen den Regenreifen zu entscheiden. Und das Dritte? Wir hatten Herz, wir hatten Hirn, jetzt kommt noch ein H, Himmel. Und der hat sich geöffnet. Die Schleusen sind offen, es regnet mal wieder in Belgien und das ist natürlich eine ganz besondere Situation. Ja, da können wir nicht wieder zu sagen, weil da können wir nichts tun. Der Himmel öffnet sich und schließt sich, wie er will. Und wie gesagt, Strategie und der Rest muss natürlich voll drauf abgestimmt werden. Und das ist wahnsinnig schwer, wenn man nämlich genau wüsste, wie der Himmel bleibt. Dann könnte man eine Strategie machen, die in die richtige Richtung geht. Und man muss ganz feinfühlig mit dem Auto umgehen können, muss Sensoren haben im Allerwertesten. Das hat Michael Schumacher ja gesagt. Er fährt das Auto dann mit dem Hintern, fühlt sofort, wenn es instabil wird. Ist das so? Ja, natürlich. Weil je früher er spürt, wie das Auto ausbricht, desto schneller reagiert er und desto schneller kann er fahren. So einfach funktioniert das. Das heißt, wenn einer eine leichte Verspätung hat zwischen seinem Hintern und seinem Hirn. Wenn der Weg dann, zu lang ist, ja. Dann reagiert er später und damit ist er langsamer. Das ist wirklich der springende Punkt heute. Das wäre auch noch ein Haar gewesen, ja? Hintern. Ne? Hintern. Ja, okay. Also ich denke, ja. Also der Weg muss kurz sein vom Hintern zum Hirn und er ist nachgewiesenermaßen besonders kurz bei Michael Schumacher. Das hat er immer wieder bewiesen bei diesen Situationen, bei Rennen in diesen Bedingungen. Wir freuen uns drauf, es wird sicherlich sehr, sehr spannend. Unser letzter Stopp vor dem Start und dann sind wir da mit dem großen Preis von Belgien in Spa. Bis gleich.